Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute soll es um die Soul Shape Gestalten aus Patch 9.15 geben. Und da gibt es nämlich einige neue, die wir uns erspielen können. Und da wollen wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. In dem Video soll es jetzt nur um die normalen Soul Shape Gestalten gehen. Ich werde dann nochmal eins basteln, wo wir uns die Kleintiergestalten anschauen. Denn es sind ein paar mehr und das wird den Rahmen so ein bisschen sprengen. Ich kann euch das jetzt auch mal grob zeigen in dem Add-on, das ich hier drauf habe, All the Things, da werden ja alle möglichen Sachen angezeigt, die man sammeln kann, und da seht ihr schon die Liste von den Soul-Shape-Gestalten, die es jetzt insgesamt gibt. Das sind jetzt nicht nur die aus Patch 9.15, sondern alle insgesamt, und ihr seht schon, es sind mittlerweile eine ganze Menge, und einige habe ich von denen schon, und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt zumindest die neuen Non-Kleintiergestalten an, und im anderen Video gucken wir uns dann die normalen Kleintiergestalten noch zusätzlich an. Gut, ich bin jetzt hier einmal mit meinem Main im Konservatorium der Königin, beziehungsweise, nee, nicht im Konservatorium der Königin, im Herz des Waldes. Das ist einmal die Paktzentrale von den Nightfee. Und hier, wenn ihr Nightfee seid, könnt ihr diese Seelengestalten euch einmal besorgen. Und es funktioniert immer so, ihr kriegt eine Seelengestalt über verschiedene Wege, ob es ein Drop ist, ob es von einem Händler ist. Und wenn ihr das Item habt, könnt ihr das dann einmal immer hier abgeben bei dem Kollegen. Ich habe jetzt einmal die Alpaka-Seelengestalt. Und wenn ihr die abgegeben habt, könnt ihr quasi diese Seelengestalt verwenden, also eine andere Form. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Adenmotte auswähle und dann meine Seelengestalt anmache, dann sieht die halt aus wie eine Atemmotte oder jetzt gerade wie ein Eichhörnchen, weil ich vorher noch was anderes ausgewählt habe bei dem Kleintiertypen. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall einen Haufen Möglichkeiten und wir wollen uns jetzt mal alle angucken. Das allererste, was wir uns angucken können, ist die Alpaka-Seelengestalt. Die ist jetzt dazugekommen mit Patch 9.1.5 bei den verschiedenen Worldbossen. Und zwar ist es ja so, dass ihr pro Woche einen Worldboss hier in den verschiedenen alten Gebieten machen können, also in Maldraxxus, Bastion, Adenwald oder Revendrest. Dort können die droppen, wenn ihr der Nightfee seid, und auch bei dem neuen Worldboss hier oben bei Morgat oder wie der auch immer heißt, kann das Ding auch droppen. Ich habe jetzt ein, zwei Mal die Worldbosse umgehauen mit meinem Main und habe die Seelengestalt relativ zügig gekriegt. Von der Dropchance kann ich euch leider noch nichts Genaues sagen, schlichtweg, weil da auf WoW Head noch keine vernünftigen Daten da sind. Sie wird aber nicht so schlecht sein, denn wie gesagt, ich habe es nach 2-3 Tries tatsächlich bekommen. Und ich würde sagen, die geben wir jetzt mal ab, die Seelengestalt. Und dann können wir uns die vielleicht auch angucken. Alpaka-Seelengestalt, die müsste jetzt... Achso, das brauchen wir nicht. Ja, das ist egal. Wir müssen jetzt hier einmal Wildtiergestalten klicken. Und dann können wir einmal die Alpaka-Gestalt raussuchen. Und zwar haben wir die wahrscheinlich hier irgendwo hinten drin. Es sind ein bisschen mehr mittlerweile, die ich hier habe. Ja, gut. Ah, hier haben wir die Alpaka-Gestalt. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Moment, ich muss das, glaube ich, wieder wegklicken. Ne, ich habe immer noch ein Eichhörnchen. Okay, ich guck mal, wie ich das ändern kann. Sodala, nach ein paar Versuchen haben wir es geschafft. Hier haben wir die Alpaka-Gestalt. Ich musste bei dem anderen Kollegen hier drüben die Kleintiergestalten entfernen. Ich habe mir nämlich schon auch ein, zwei Kleintiergestalten geholt. Und bei Kofu muss man die erst dann rausnehmen, sonst kriegt man nicht die normalen Gestalten quasi. Das ist jetzt hier einmal die Alpaka-Gestalt. Dann sind wir jetzt bei der zweiten Soul-Shape-Gestalt. Und zwar kriegen wir die von einem Händler. Und wir sind noch im Adenwald ein paar Meter weiter geflogen, hier auf den Koordinaten 43, 47. Und hier haben wir den Händler Kassenmeister Salorn. Und der verkauft uns ein paar Sachen. Unter anderem haben wir ja von dem auch schon ein bisschen Collectibles mit 9.0 bekommen. Und jetzt hat er ein paar neue Sachen. Er hat nämlich zwei Soul-Shape-Gestalten. Einmal die Adlerseele, die wir uns jetzt holen wollen, für 20.000 Anima. Also da braucht er tatsächlich ein bisschen mehr. Und er hat noch eine Präriehund-Seelengestalt. Das ist aber eine Kleintiergestalt und die schauen wir uns dann in dem anderen Video an. Ich würde sagen, das können wir jetzt gleich annehmen. Wir kriegen jetzt hier wieder eine Quest. Und diese Quest können wir wie vorher die Alpaka-Gestalt auch direkt wieder im Herz des Waldes abgeben. Und dann müssten wir die Adlergestalt da auch schon auswählen können. Ich hoffe, diesmal funktioniert es gleich auf Anhieb. Also wir geben das Ding hier ab. Adlerseelengestalt. Und jetzt können wir hier einmal ein bisschen durchklicken. Wo haben wir sie denn? Nächste Seite. Adler haben wir hier unten. Und jetzt setzen wir das mal ein. Und ihr seht, jetzt bin ich ein Adler. Fliegen kann das Ding natürlich leider nicht, aber es ist halt wieder eine mehr oder minder schicke Seelengestalt mehr.
Dann kommen wir zur dritten Seelengestalt, und zwar ist es die Ziegenseelengestalt. Und diese können wir über Berufungsquests bekommen. Und zwar sind es ja diese Berufungstruhen, die wir dementsprechend täglich einmal bekommen, wo wir dann 3-4 Worldquests erledigen müssen oder einen Balken auffüllen können. Und hier gibt es die Ziegenseelengestalt raus. Und zwar bis jetzt wurde bestätigt, die aus der Ardenwald-Kiste und aus der Revendreth-Kiste. Ich habe sie persönlich selber noch leider nicht rausgezogen, bin da immer noch dran mit dem Main, schön die Berufungsquests zu machen. Aber ich habe hier schon mal ein Bild rausgesucht, so sieht dann quasi die Ziegenseelengestalt aus. Zur Drop-Chance haben wir leider noch keine validen Daten. Ich vermute aber mal, dass es irgendwas um die 10% sein wird, hoffe ich zumindest, dass es nicht zu low ist. Selber habe ich sie, wie gesagt, leider auch noch nicht. Dann kommen wir zur vierten Gestalt, und das ist die Mammutseelengestalt. Die Mammutseelengestalt können wir ebenfalls über eine Kiste bekommen, und zwar ist das jetzt nicht die Berufungskiste, sondern nochmal eins weiter, die Paragon-Kiste. Und diesmal haben wir die Paragon-Kiste der wilden Jagd. Das ist im Endeffekt eine Kiste, die wir bekommen, wenn wir bei der wilden Jagd ehrfürchtig sind und dann nochmal 10.000 extra Ruf gefarmt haben. Da gibt es eine Kiste und dort kann diese Mammutseelengestalt drin sein. Die habe ich leider auch noch nicht mir erspielen können. Ich weiß auch leider nicht, wie die Drop-Chance genau ist. Ich hoffe aber, dass man die relativ zügig kriegt, weil 10.000 extra Ruf jedes Mal neu zu farmen ist natürlich schon ein bisschen ein Aufwand. Da spielt es uns natürlich in die Hände, dass wir am besten die Berufungsquests immer machen und die Berufungskiste dadurch auch erhalten und dementsprechend zwei Seelengestalten auf einmal uns erspielen können, wenn es ein bisschen glücklich läuft. So sieht die Mammutgestalt dann aus, also auch relativ schick, ist ein Ticken größer als die meisten anderen, wie ihr seht. Und ja, so viel zu dem Teil. Dann kommen wir zur fünften Gestalt, und zwar ist das hier diese schicke Schaufelhauergestalt. Und diese können wir über PvP-Aktivitäten bekommen. Das gibt quasi bestätigte Drops einmal aus quasi den zufälligen Random-BGs. Und zwar dann, wenn man sie gewinnt. Also ihr müsst quasi die gewinnen und dann gibt es eine gewisse Chance, dass ihr quasi die Schaufelhauer-Seelengestalt bekommt. Ich habe das ganze Ding aus dem Kinderspielereignis bekommen. Und zwar ist das eine Rauferei. Ich vermute, dass man es aus allen Raufereien bekommen kann. Dementsprechend müsst ihr halt irgendeinen PvP-BG gewinnen und ein bisschen Glück haben. Mit dem Kinderspiele-Event ist das ganz schön, da spielt man ja gegen Bots und gewinnt eigentlich zu 100% das Ding innerhalb von wenigen Minuten. Wenn es das nächste Mal ab ist und ihr sonst kein PvP spielt, dann ist das eine sehr gute Option, euch diese Gestalt einfach zu erspielen. Dann kommen wir zur sechsten Seelengestalt, und zwar sind wir jetzt hier im Ardenwald ein bisschen weiter, und zwar bei den Koordinaten 59, 53, hier im Winterschlafbecken. Und hier haben wir einen NPC, Spindelzink heißt er, das ist der Rüstmeister des Hofs der Nacht. Und diese hat jetzt quasi auch wieder neue Seelengestalten im Angebot. Einmal die Grillenseelengestalt, das ist auch eine Kleintierseelengestalt, die schauen wir uns ja im anderen Video an. Und hier einmal die Widderseelengestalt, die kostet 25.000 Anima und 50 dankbare Gaben, also wieder eine ganze Menge. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die dankbaren Gaben bekommt, die bekommt ihr über alle möglichen Aktivitäten vom Anima-Conductor. Wenn ihr den upgradet, habt ihr Rares, die ihr killen könnt, Kisten, die ihr aufmachen könnt, Daily Quests, World Quests, die ihr machen könnt. Unter anderem sind auch die Daily Quests dann hier im Winterschlafbecken. Und ja, da gibt es einiges zu tun. Unter anderem seit 9.15 könnt ihr die auch über die Berufungsquests bekommen. Umso höher euer Animan-Conductor ist, umso mehr bekommt ihr aus den Kisten der Berufungsquests raus. Also das kann sich dann unter anderem auch lohnen. So, Dala, ich habe das schicke Ding mal eingelöst und hier haben wir es. Das ist die Widderseelengestalt. Ja, doch, macht tatsächlich schon was her, das Ding. Und ja, damit haben wir jetzt insgesamt 6 zusammen. Dann kommen wir zur siebten Seelengestalt, und zwar haben wir hier die Eberseelengestalt. Und diese bekommen wir jetzt auf ein bisschen anderen Weg. Und zwar bekommen wir die nur über Timewalker Dungeons. Und hier sind es die Timewalker Dungeons Warlords of Draenor. Heißt, ihr meldet euch, wenn Timewalker ist, für die Warlords of Draenor Timewalker Inis an. Und dann beim Endboss, wenn ihr quasi die Timewalker Dungeons abschließt, dann gibt es immer eine Chance, die zu gedroppt zu bekommen. Bei dem Twink hatte ich die, glaube ich, in der ersten Instanz drin. Bei meinem Main habe ich, glaube ich, 20, 25 Dungeons gelaufen und es wollte einfach nicht droppen. Also die Drop-Chance wird wahrscheinlich irgendwo so 5-6% rum sein, vermute ich jetzt einfach mal. Da haben wir leider auch noch keine genauen Daten. So, jetzt gibt es noch insgesamt 5 weitere Seelengestalten. Da kann ich euch aber leider kein Bild zeigen, noch quasi die Ingame zeigen, denn diese Seelengestalten gibt es von den anderen Timewalker-Events. Heißt, es gibt einen Spornsegler vom Timewalker-Event Burning Crusade, das war halt leider jetzt noch nicht seit 9.1.5. Dann gibt es die Yolmuk-Seelengestalt, das ist so ein Wurm.
aus Wrath of the Lich King und dementsprechend soll es die in der Wrath of the Lich King Time Walker Event geben. Dann gibt es eine Kodoseengestalt aus dem Zeitwanderungsevent aus Cataclysm. Die Wolkenschlangen-Seelengestalt gibt es dann aus Mist of Pandaria Time Walker. Eber hatten wir ja schon, Warlords of Draenor. Und dann gibt es die Eulenseelengestalt aus dem Legion Time Walker. Das sind im Moment noch Vermutungen, aber da wir ja schon wissen, dass die Ebergestalt aus dem Warlords of Draenor Time Walker Event gibt, sind es sehr wahrscheinliche Vermutungen, dass es quasi dann jeweils dem jeweiligen Time Walker Event zugerechnet wird. Kleine Information, falls ihr nicht wisst, wann welches Time Walker Event ist, ihr könnt immer im Kalender so ein bisschen nachgucken. Und seht dann, okay, hier haben wir Bonusereignis Zeitwanderung und im Bild seht ihr, okay, das ist Warlords of Draenor oder hier unten haben wir Legion. Und dann könnt ihr das euch so ein bisschen durchklicken und sehen, okay, wann ist welche Zeitwanderung. Hier haben wir zum Beispiel Burning Crusade und so weiter, ne, Wrath of the Lich King. Und dann könnt ihr im Kalender so ein bisschen gucken, wann ist welche Time Walker, welches Time Walker Event und dementsprechend immer wenn diese Time Walker Events sind, ein bisschen die Dungeons laufen und hoffen, dass ihr die Seelengestalt bekommt. Gut, das waren jetzt dann insgesamt 12 normale Seelengestalten, die wir uns jetzt seit Patch 9.1.5 holen können. Dann gibt es noch einen Haufen weitere Kleintier-Seelengestalten, die werden wir uns im nächsten Video angucken und ja, damit wären wir auch tatsächlich schon durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.